Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist die erste Sitzungswoche, oder diese Woche ist die erste Sitzungswoche im neuen Jahr 2019, 14. Januar, und es geht wieder gleich zur Sache. Die CDU tagt noch, hat eine Präsidiumssitzung, Vorstandssitzung unter Führung der neuen Vorsitzenden, Annegret Kramp-Karrenbauer, genannt AKK, und bei mir ist Axel Fischer, der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Karlsruheland. Karlsruheland. Liegt Schnee bei Ihnen? Jetzt nicht mehr, es lag Schnee, aber inzwischen ist er weggetaut. Also Sie sind da nicht gefährdet. Nein, hat alles gut funktioniert mit der Anreise. Hat alles gut funktioniert. Wie gut wird es denn jetzt in der Politik, in Ihrer Partei funktionieren? Ist alles bereinigt? Ist Herr Merz ruhig gestellt? Hat AKK das Ruder übernommen? Also es ist eine ganz klare Sache. Wir haben einen Parteitag gehabt mit drei Kandidaten. Diese Bewerbungsreden, die gehalten wurden, und auch im Vorfeld die Regionalkonferenzen, haben der Partei gut getan. Es wurde fleißig diskutiert, und es war sehr gut, dass beim Bundesparteitag die beiden unterlegenen Kandidaten beide klipp und klar sich hinter die neu gewählte Vorsitzende gestellt haben, wie die ganze Partei sich jetzt hinter die neue Vorsitzende stellt und auch stellen muss, wenn wir erfolgreich sein wollen. Uns ist auch klar, dass wir als Team auftreten müssen. Wir haben keine Vorturnerin alleine, die das Geschick der Partei alleine steuert, sondern sie ist die Vorsitzende, sie gibt die Richtung vor, aber gekämpft wird gemeinsam. Und da brauchen wir einen Jens Spahn genauso wie einen Friedrich Merz. Und die Art und Weise, wie gekämpft wird, wird in den nächsten Tagen noch besprochen werden. Dafür war jetzt die Bundesvorstandsklausur, wo man sich auf die Wahlen vorbereitet hat, wo man wichtige Themen angesprochen hat. Wir haben Europawahl, wir haben Kommunalwahlen am 26. Mai. Im Herbst sind drei Landtagswahlen in den neuen Bundesländern, die für uns sehr wichtig sind, und wir haben versprochene 40%, die wir erreichen wollen. Das ist eine hohe Zielmarke, da muss man gemeinsam dran arbeiten, und um die versprochenen 40%. AKK hat die schon mal erreicht. Ja, das ist das Gute. Sie hat Vorsitzende der CDU im Saarland war. Sie hat im Saarland die 40% schon erreicht, und jetzt hoffen wir natürlich alle, dass wir mit ihr die 40% auch bei der Europawahl und den Kommunalwahlen erreichen können. 40% Europawahl ist natürlich schon eine Nummer, aber wir kämpfen darum, und wir wollen den Menschen deutlich machen, dass ein gutes Europa nur funktionieren kann mit einer starken Union, einer starken CDU, einer starken CSU. Und ein bisschen hilft ja hoffentlich auch, dass der Spitzenkandidat der EVP aus Bayern kommt, dass es ein CSU-Abgeordneter ist, der Manfred Weber, der aktuelle Fraktionsvorsitzende. Und ich glaube, Manfred Weber und das Team kann die Menschen überzeugen. Und dann das war eine sehr gute Wahlkampfrede für den Wahlkampf. Aber ich bin so ein bisschen skeptisch, wenn ich die Zeitung vom Wochenende gelesen habe. Friedrich Merz hat ein Angebot gekriegt von AKK, aber irgendwie las ich dort, so ganz will er da doch nicht mitmachen. Was ist denn da los? Also ich habe von ihm ein Interview oder einen Kommentar gesehen in den Nachrichten, wo er klipp und klar erklärt hat, dass er mit Rat und Tat gerne zur Seite steht und der neuen Vorsitzenden Ratschläge gibt, ihr hilft. Aber ich habe es auch so verstanden, dass er nicht formal in irgendeine Kommission als Experte reinberufen werden will. Ich habe die Gespräche mit ihm nicht geführt, ich habe die Gespräche mit ihr nicht geführt. Ob das vernünftig ist, in eine Expertenkommission zu gehen oder wie man das gestaltet, kann ich schlecht beurteilen. Da müssen die Rahmenbedingungen geklärt werden. Aber ich bin mir sicher, dass Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz sich die nächsten Tage noch mal unterhalten werden. Wir haben zum Beispiel morgen den Neujahrsempfang des Parlamentskreises Mittelstand. Da wird Annegret Kramp-Karrenbauer eine Rede halten. Und auch Friedrich Merz wird, so wie ich gehört habe, dort mit anwesend sein. Und so gibt sich die Möglichkeit, das eine oder andere dann doch mal im Detail zu besprechen. Denn manchmal sind die Dinge, die man in Zeitungen liest, nicht so ganz genau so, wie es eigentlich gesprochen war. Das glaube ich nicht, aber ist auch egal. Ist auch egal. Jedenfalls, Sie sehen Friedrich Merz weiterhin in der Partei mitarbeiten. Also wir brauchen ihn auf jeden Fall in der Partei mit dabei. Er arbeitet bestimmt mit. Es ist aber nicht nur die Person Friedrich Merz alleine. Es geht natürlich auch um die Themen, mit denen Friedrich Merz verbunden wird. Es geht zum ersten Mal darum, dass den Menschen klar wird und uns auch in der Politik klar wird, Geld, das wir verteilen, muss vorher jemand erwirtschaften. Und wenn wir nur Geld umverteilen... Ich habe gedacht, das kommt vom Himmel. Genau, so meinen manche manchmal ja wohl auch, es käme vom Himmel. Nein, es muss erwirtschaftet werden. Und dann müssen wir uns natürlich vorrangig um diese Menschen kümmern, die das Geld erwirtschaften. Das heißt, die morgens früh aufstehen, die zur Arbeit gehen, die hart arbeiten, die abends dann auch kaputt von der Arbeit nach Hause kommen, teilweise in Schichtarbeit auch arbeiten, richtig hart dran klotzen, Steuern bezahlen, von denen dann andere Geld bekommen. Da müssen wir uns auch um die kümmern, die hart arbeiten. Das heißt, der Sozialstaat wird geschwächt oder gestärkt durch solche Politik? Also wenn wir Politik machen, wo wir die Menschen, die hart arbeiten, in den Blickpunkt nehmen, wird meiner Ansicht nach der Sozialstaat
Staat klar gestärkt, weil damit Leistungsfähigkeit bei uns im Land auch da ist und die Menschen dann etwas lieber Steuern bezahlen. Deshalb bin ich auch ein Verfechter der Gruppe, die sagt, der Solidaritätszuschlag. Lieber Steuern bezahlt. Also besonders gern zahlt wohl keiner Steuer, das glaube ich schon auch. Aber wenn man ein Stück weit nachvollziehen kann, für was das Geld ausgegeben wird und sagt, das sind vernünftige Dinge, die damit finanziert werden, fällt es einem vielleicht ein bisschen leichter, als wenn man sich fragt, ob das Geld wirklich an den verschiedenen Stellen ausgegeben werden muss. Und wenn wir uns anschauen, mit was sich der Bundesrechnungshof beschäftigt, mit was sich der Rechnungsprüfungsausschuss im Deutschen Bundestag teilweise beschäftigt, wenn wir schauen, was der Verband der Steuerzahlerbund alles kritisiert, wo dann Dinge sind, wo man sagt, muss das wirklich sein? Also da muss die Politik sich, glaube ich, schon ab und zu auch mal fragen lassen, ob das Geld immer zielgerichtet und richtig ausgegeben wird. Gehört dazu auch das Überdenken der Flüchtlingspolitik, was Ihre neue Parteichefin AKK jetzt ja gerade gestern, am Sonntag, den 13. Januar, verkündet hat. Die gesamte Flüchtlingspolitik oder Immigrationspolitik seit 2015 soll neu überdacht werden. Was heißt denn das? Wird das geändert? Ich glaube, dass eine Analyse dessen, was dort passiert ist und was gut und was schlecht gelaufen ist, dringend notwendig ist. Ich möchte festhalten, dass selbst Angela Merkel schon festgestellt hat, dass das, was im Sommer 2015 passiert ist, diese Massen, die hier angekommen sind, dass sich das nicht wiederholen darf. Das muss man durch ihre Anweisung. Ja, aber sie hat selbst zugegeben oder gesagt, dass sich das nicht wiederholen darf. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter mit diesem Thema um? Eins ist völlig klar für mich. Wer politisch verfolgt wird, genießt in Deutschland bei uns Asyl, vor allem wenn er bei uns als erstes ankommt. Wir müssen schauen, dass die europäischen Regelungen wieder gelten, Dublin-Verfahren, dass an der Grenze auch abgewiesen werden kann. Wir müssen uns klar sein, dass wir Zuwanderung zum Arbeitsmarkt brauchen, hat mit Flüchtlingen aber nichts zu tun, das ist aber Zuwanderung zum Arbeitsmarkt, und dass wir Zuwanderung in die Sozialsysteme vermeiden wollen. Wir haben jetzt neue Zahlen gehört, dass von 3 Flüchtlingen 2 Stück von der Sozialhilfe leben. Das ist nicht der Sinn der ganzen Geschichte. Und was wir unbedingt erreichen müssen, was sehr schwierig ist, das gebe ich zu, dass die, die hier nicht sein dürfen, auch abgeschoben werden. Vor allem dann natürlich Gewalttäter abgeschoben werden, Verbrecher abgeschoben werden. Und da sind wir meiner Ansicht nach viel zu lasch. Da muss diskutiert werden. Und deshalb, glaube ich, hat AKK völlig recht, dass wir da genauer hinsehen und darüber nachdenken, welche Möglichkeiten es gibt. Aber dann verwirrt mich und wahrscheinlich Sie zu Hause auch, die uns hier zuschauen, dass da ein verurteilter Flüchtling abgeschoben wird und ein paar Tage später ist er wieder hier. Das gebe ich zu, verwirrt mich auch. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir diese Kommission jetzt einberufen haben, die sich damit beschäftigt. Im Zweifel müssen wir unsere Rechtslage anschauen. Sehen Sie, ich bin Bundestagsabgeordneter, im Deutschen Bundestag machen wir Gesetze. Und wenn so eine Sache, wie Sie gerade beschrieben haben, rechtlich möglich ist, dann müssen wir uns das Recht anschauen, was im Zweifel geändert werden kann, dass sowas eben nicht mehr sein kann. Ja, aber das dauert ja viel zu lange. Irgendwo ist doch ein Fehler. Das Gesetz kann doch nicht sagen, auf der einen Seite, von rechts wegen schiebe ich dich jetzt ab und dann 2 Tage später von rechts wegen nehme ich dich wieder auf. Da stimmt doch was nicht. Da ist das Gesetz doch schon in sich falsch. Deshalb muss das Gesetz ja dann im Zweifel auch geändert werden, wenn es in sich falsch ist. Was heißt im Zweifel? Die Frage ist, ob diese ganzen Sachen auch gesetzmäßig gelaufen sind. Denn wenn er zurückkommt und sagt, Asyl ist eigentlich abgeschoben, könnte man ihn an der Grenze ja auch abweisen. Dann muss man darüber reden, ob man an der Grenze auch solche Abweisungen durchführt oder ob man später, wenn man das feststellt, ihn abschiebt. Das heißt, wir können uns eigentlich darauf verlassen, dass die neue CDU-Vorsitzende auch diese Dinge jetzt ein bisschen genauer beobachtet und dann schneller ändern will. Zumindest hat sie für mich den Eindruck hinterlassen, dass sie das vorhat, und das ist ein gutes Zeichen. Erste Sitzungswoche, habe ich gesagt, im Jahr 2019. Was steht oben an auf der Liste? Jetzt muss ja noch wieder hart gearbeitet werden. Jetzt wird auf jeden Fall wieder hart gearbeitet. Wir werden jetzt die nächsten Themen im Koalitionsvertrag angehen. Die erste Sitzungswoche im Januar ist immer noch mal etwas eine ruhigere Sitzungswoche, wo man in den internen Runden auch noch mal das letzte Jahr Revue passieren lässt, wo man dann auch schon mal vor allem strategisch überlegt, welche Themen man zu welchem Zeitpunkt besprechen will. Also das wird jetzt in der Planung vorangehen. Also das Wesentliche wird sein, in den Hintergrundgesprächen, in den Sitzungen vorzubereiten das kommende Jahr.
wann wir welche Dinge machen. Es wird ja gerade diskutiert über ein 14. Sozialgesetzbuch, weil der Hubertus Heil kein 13. möchte, weil er meint, ja, 13 seine Pechzahl. Das letzte ist 12. Ist egal, aber was steht denn da drin? Ja, das wird dann die Frage sein, was drin steht. Diese Verhandlungen laufen natürlich auch auf Hochtouren. Wir diskutieren schon wieder Veränderungen im Bereich der Rente, was es da geben soll. Da gibt es viele Dinge, die noch strittig sind, wo diskutiert werden müssen. Und diese Dinge laufen jetzt im Augenblick ab. Ja, Rente, da denke ich immer, da wird dann noch mehr Geld in die Rentenkasse gegeben, was nicht erwirtschaftet wurde oder nicht eingezahlt wurde. Können wir uns das überhaupt leisten, diese ständigen Rentenerhöhungen? Das ist die richtige Frage an der Stelle, weil wir wirklich inzwischen in einer Schieflage sind. Schon mit dem Rentenpaket im letzten Jahr haben wir Lasten der Arbeitnehmern aufgebürdet, die dann älterer Generation von heute zu, ja, die bekommen das Geld dann raus und es wird erstmal finanziert über die Steuer. Zurzeit haben wir ja gute Steuereinnahmen. Mittelfristig läuft es dann aber auf die Arbeitnehmer hinaus. Und ja, überhaupt, wenn die Steuereinnahmen nicht mehr so gut sind und kein Überschuss mehr da dann ist, dann sieht es völlig anders aus. Und genau diese Dinge müssen wir uns jetzt genau ins Auge nehmen. Wir haben ja auch eine Rentenkommission gegründet, die sich mit den Renten nach 2025 um die Sache kümmert, wie wir da mit Reformen vorgehen müssen, weil uns klar ist, dass es dauerhaft so nicht finanzierbar sein kann. Die Anzahl der Rentner nimmt zu. Das ist ja auch schön, dass man bei guter Gesundheit immer älter wird in Deutschland, trotz aller Gefahren, Stickstoffgrenzwerte und will ich jetzt gar nicht mal erwähnen. Auch die Diskussion über die Lebensmittel nicht. Uns geht es immer besser, wir werden immer gesünder in der Summe, also geht es uns gut, also bezieht man länger Rente. Aber und die Rentenkassen werden ja deswegen nicht voller. Und wenn die Anzahl derer, die es erwirtschaften, immer weniger werden, dann muss man sich ernsthafte Gedanken machen, wie sowas zukunftsfest gemacht werden kann. Ein sehr logischer Prozess, aber manche Leute wollen das nicht einsehen. Wir machen eine kleine Werbepause, Sie können ja mal zu Hause darüber diskutieren. Es ist tatsächlich so, je weniger in die Rentenkasse reingeht, desto mehr wird heute ihr entnommen. Komisch, müsste genau andersrum sein. Aber gut, ein Thema, über das ich heute rede, mit Axel Fischer. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter aus Karlsruhe. Und heute ist der erste Tag der ersten Sitzungswoche im Jahr 2019 im Bundestag. Und darüber reden wir gleich weiter. Bleiben Sie dran.